Oh, heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe gerade Steuern erledigt. Nicht die großen, nicht diese Einkommensteuer. Dafür habe ich eigentlich jemanden. Ich muss mal überlegen, was genau er eigentlich macht, weil sollte er sich eigentlich auch um sowas kümmern? Umsatzsteuervoranmeldung war das von Quartal 1 von 2021. Habe ich vollkommen verplant. Dann habe ich eine Erinnerung bekommen: hey, es fehlt die Umsatzsteuervoranmeldung von Quartal 1. Das war im April. Jetzt im Mai. Vor einer Woche habe ich die bekommen und irgendwann im April hätte ich es abgeben müssen für Januar, Februar, März. Problem war, also ich mache das alles über Elster und mein Elster-Zertifikatsschlüssel, wer sich auskennt, ist auf meinem Mac. Was ist mit meinem Mac? Ein Mac? Der ist kaputt. Ich habe den immer noch nicht reparieren lassen. Bisher bin ich ausgekommen jetzt mit dem Streaming-PC und meinem Laptop und der Schlüssel war dort. Das heißt, ich musste einen neuen Schlüssel anfordern und nach der Erinnerung hatte ich eigentlich nur eine Woche, das wäre gestern gewesen. Das Anfordern hat aber genau eine Woche gedauert. Ich habe den geschrieben, ich habe angerufen, Anrufbeantworter, ja, diese zuständige Stelle ist zurzeit wegen Corona nicht besetzt. Ich habe eine E-Mail geschrieben, hey, folgende Situation, ich habe das bekommen, aber ich habe keinen Schlüssel mehr, mein Mac ist kaputt gegangen. Ich habe jetzt einen neuen beantragt, aber das wird wahrscheinlich länger dauern als die Frist, die ihr mir gegeben habt. E-Mail wurde nie beantwortet, aber schauen wir mal. Aber ja. Ich muss mal checken, also wer sich mit Steuern auskennt, beziehungsweise mit Anwälten und sowas, was genau machen die eigentlich alles für einen? Weil im Grunde genommen will ich eigentlich nie wieder irgendwas machen und die machen einfach alles für mich. Aber ich weiß, er macht meinen Einkommensteuerbescheid, das Wichtige halt. Aber diese Kleinigkeiten mit der Umsatzsteuervoranmeldung und dies, das, boah, kein Plan. Düstere Zeiten ziehen hervor. Wer das Video gestern gesehen hat, also erstmal heute ist 11. Mai, glaube ich. DFI, DeFi Chain, ein Jahr alt geworden, hat Geburtstag gehabt. Und ironischerweise, also das war ein großes Event, Bargisch wollte nach dem Event, für das Event, eben dieses große Yu-Gi-Oh! Turnier aufziehen, alle Jungs nochmal zusammentrommeln und das war so sein großer Traum. Und ironischerweise kann es sein, dass wir getrennte Wege alle gehen. Also nicht alle. Also Bargisch wird sich vielleicht von uns abtrennen. Um ehrlich zu sein, habe ich die ganze Situation nicht ganz verstanden. Wie soll man sagen? Er hatte einen kleinen Anfall. Ich habe versucht, das Ganze einzudämmen. Gesagt, hey, yo, alle cool bleiben. Das sind doch Kleinigkeiten, weil ich habe es nicht verstanden. Das waren Kleinigkeiten. Und also ich habe richtigen Beef mit erlebt. Und das waren alles Kleinigkeiten, wo ich echt nicht nachvollziehen konnte, wie auf einmal so viel Stress wegen sowas entsteht oder woher dieser Stress auf einmal kam. Anscheinend, ich weiß nicht, ob ich Bargisch richtig verstanden habe, irgendwie war er angepisst von allem und dann hat das irgendwie an uns ausgelassen, irgendwie sowas und ja, verrückte Sachen sind passiert. Aber ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall auch nachvollziehen kann, ein paar Sachen natürlich nicht. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist natürlich, also er gibt uns Strikes für eine andere Gruppe, für die Finanzgruppe, für das, weil er persönlich angepisst ist. Und das ist halt unprofessionell, das ist halt so ein richtiger Hinter-Move hoch 10. Weil damit drückt er ja eigentlich aus, hey, ihr müsst machen, was ich sage, weil sonst nehme ich euch alles wieder weg, so eins auf den, weißt? Wenn ihr mich langweilt oder anpisst, dann gebe ich euch einfach so viel Strikes und kick euch aus der Gruppe, eins auf den. Und hat ja halt auch direkt, ja Digga, was soll das? Das hat mit dem einen nichts zu tun. Wenn du mir dafür einen Strike gibst, kannst du mich gleich kicken und sowas. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ich nicht nachvollziehen kann. Was ich nachvollziehen kann, war, dass er ein bisschen was gelabert hat bezüglich, dass er sich von uns eingeschränkt fühlt, dass er sich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln will und wir ihn da runterziehen. Das habe ich ein bisschen gefühlt, weil ich hatte die Situation nochmal vor 4-5 Jahren. TPT hat sich gespalten, Bargisch, Limi, Tati haben uns alle verlassen für Pokémon Go. Und Chong, mich und Nico alleine gelassen, obwohl TBT, Yu-Gi-Oh! Gerade gut abging, wir hatten eine gute Zeit. Ich war damals persönlich Charakterentwicklung nicht stark genug, um die Gruppe zusammenzuhalten. Bin dann mit Pogo mitgegangen. Klar, am Ende war eine geile Zeit. Kuss geht raus. Aber ja, die Gruppe hat sich gespalten. Ich war nicht stark genug, um die Gruppe beisammen zu halten. Und dann, jeder hat mich dann alleine gelassen. Und ich musste mein eigenes Ding machen und ich hatte auch die Gedanken, habe ich auch paar Videos schon mal erzählt, wie eigentlich, wenn man so diese Metapher mit dem Berg erklimmt und in der Gruppe, wenn jeder sich gegenseitig pusht und da absichert und dann ist es voll easy, den Berg zu erklimmen.
Aber wenn jeder nichts macht und du dann der Einzige bist, der den Berg erklimmt und die anderen währenddessen auch noch hochziehen muss, dann ist es fast unmöglich. Und dementsprechend kann ich Bargisch verstehen, wenn er sich so fühlt. Ich habe echt keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Wie sieht es mit dem Turnier aus? Sind wir überhaupt noch Freunde? Will er überhaupt noch was mit uns machen? Oder hat er jetzt hier den Schlussstrich gezogen, wo er sagt, hey, ich will mit euch nicht mehr chillen, ihr seid Zeitverschwendung. Ich muss mich persönlich hier weiterentwickeln, dies, das machen. Ich habe so viel in Bitcoin noch vor. Ich habe so viel vor noch, diese Vision, und ihr seid halt irgendwelche dreckigen Gammler, die nur YouTube-Videos machen und chillen wollen. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich weiß echt nicht, was gerade vorgeht. Ich bin auf niemanden sauer, aber wir werden sehen. Du? Hey, du bist Hong. Wie geht das? Ich hab's auch buchstabiert, H-O-N-G immer. Habe ich mir schon angewöhnt, immer. Sorry. Immer H-O-N-G, Leute. Und manchmal sage ich dann auch noch extra Hong wie Hongkong, damit die es extra checken. Und wenn die wirklich so gar nichts checken, dann sage ich immer, ja, schreib einfach Hans drauf. Ihr wisst Bescheid, Hans Dieter. Ja. Tada. So, Leute. Ich bin eigentlich kein Fan von Süßkartoffel, aber man kann ja mal probieren. Vielleicht gibt es einen Laden, der das extrem gut macht. So süß, so dürfen Kartoffeln nicht sein. Aber schön knusprig und die Soße ist geil. Aber kleine schon. Dass der normal 3 bis 4 Euro kostet, also ohne Menü. Tofu, Leute. Ihr wisst, ich bin ein Tofu-Fan. What? Doch, geht schon. Wobei? Also, das schmeckt gut, aber nicht als Burger. Hättest du das jetzt so mit Reis und so einem Löffel Reis und Tofu und die ganze Soße und Kräuter und. Dann wär's geil. Aber es passt nicht zum Burger. Jetzt kommt der King. Ochse. Mmh. Das war nicht schlecht. Je nach Burger. Da gibt's halt echt eine Menge Auswahl. Muss man sich mal durchtesten und dann die finden, die einem taugen. Aber ich fand die 2 von 3 echt Hammer. So, war lecker. Mittagspause hatte die Kollegin. So ist das. Ich habe ja letztens im Video gestern erwähnt, ja, auswandern, dies, das, keine Option für mich, weil dann solche Sachen halt nicht entstehen können, weil du kennst ja niemanden dort. Ich hatte davor ein Meeting, ich hatte selber ein Meeting, Arbeit, von diesen Auftragsgebern von Groups. Das ist ja diese App mit verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen. Also ich finde die App gar nicht so schlecht, aber Interesse ist bisher nicht wirklich da von den Leuten, die man so anspricht. Und wir hatten einen One Piece YouTuber jetzt, Skype One Piece. Ja, lief nicht so. Also der hat Interesse und dann, ja, da wollte er erstmal mehr. Also oh, richtig eBay-Kleinanzeigen-Style. Wir haben ihm halt alles geschickt, beziehungsweise ich, was wir alles haben wollen. Und dann habe ich auch nach seinem Preis gefragt, weil eigentlich hat jeder Influencer seinen Preis. Und dann hat er so gesagt, ja, das kann man so jetzt nicht so genau abschätzen. Was würden Sie denn zahlen? Und ich so, Digga, was kann man da nicht abschätzen? Wir wollen das, das und das. Also so genauer kann man es gar nicht machen. Dann sage ich ihm, ja, okay, hier XY und direkt eBay Kleinanzeigen-Style einfach so aus Prinzip nochmal ein bisschen mehr drauf gelegt. Da haben wir uns in der Mitte getroffen, war eBay Kleinanzeigen-Style und wir hatten keinen Bock. Wir wollen das Ganze jetzt langsam ins Rollen bringen. Aber ist jetzt immer noch nicht zustande gekommen und wird auch nicht zustande kommen, weil der Kerl kriegt es nicht hin, uns seinen Namen und seine Anschrift zu geben, um den Vertrag klar zu machen. Also Skype One Piece kann man nicht empfehlen. Übrigens, ich habe selber eine Kooperation anbekommen. Davon erzähle ich euch später dann zu Hause. So, Video gerade hochgeladen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich musste heute relativ viel erledigen. Das Video von gestern könnt ihr gerne abchecken. Also heute ist Geburtstag von DeFi Chain. Ist genau ein Jahr alt jetzt und hatte Geburtstag, ist letztes Jahr rausgekommen beim Halving von Bitcoin. Und passend dazu halt das, wo ich fast 500.000 geknackt habe. Jetzt mittlerweile ist es wieder weit runtergesunken. Aber ja, ist nur eine Frage der Zeit. Und falls euch das interessiert, ich habe das gepostet und es kam viel Interesse. Immer gerne fragen, immer die Links nutzen, immer die Videos anschauen. Und jetzt muss ich eigentlich noch, also jetzt chill ich erstmal eine Runde und dann bereite ich ein paar Sachen vor, weil ich habe was auf Fiverr bestellt für Twitch. Alerts, Badges, Banner und sowas. Die Sache ist nur, ich habe das so bestellt, dass alle 5 halt involviert sind. Also
Chibis von mir, von Tati, von Nico, Chong und eben auch Bargisch. Was jetzt möglicherweise unnötig sein könnte, je nachdem, wie das mit Bargisch abläuft, ob er da zurückkommt oder uns verlässt oder wie seine Lagesituation ist. Aber trotzdem muss ich das jetzt vorbereiten. Update dazu kommt demnächst. Die Jungs wollen Mucci machen. Vielleicht machen wir das. Ansonsten muss ich hier noch, da noch mal ein paar Sachen kaufen zum Probieren mal für die Videos und so. Abschließende Worte. Die Stimmung ist bedrückt. Die Jungs versuchen die Situation aufzulockern. Tati postet saftige Semmel. Chong postet dies, das, Mucci, LED-Lichter und so. Aber, wie gesagt, ich habe selbst eine Kooperation reinbekommen. Sehr merkwürdig, wenn man vor allem jetzt die ganze Zeit hinter den Kulissen war und wir so tief gefallen sind. Ist so ein russisches Produkt. Habe ich meiner Kollegin gezeigt, weil die ist auch groß sind. Sie so, haha, kennt sie von TikTok und so. Und ja, deswegen nehme ich es auch an. Und ja, wie gesagt, das ist so eine russische Firma und die versuchen, glaube ich, jetzt in Deutschland Fuß zu fassen. Aber mehr dazu demnächst. Das war's aber erstmal von mir. Die Stimmung die letzten paar Tage ein bisschen deprimiert, aber am Wochenende wird hoffentlich wieder gestreamt, wenn alles klappt. Dementsprechend schaut da vorbei, folgt uns auf Instagram und Twitch. Immer liken, subscriben, kommentieren, investiert in Bitcoin und vergesst nicht, serious business.